Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt willkommen zur spannenden Höhepunkt jedes Donnerstags. Nämlich sind soeben eingetroffen, praktisch live, die neuesten Daten der Lazarsfeld-Gesellschaft für unsere Umfrage der Woche, die wir Ihnen jetzt gemeinsam mit Professor Werner Beutelmeier aus Linz präsentieren. Schönen Abend, Herr Professor. Ja, grüß Gott aus Linz und es wird spannend heute. Ja, denn wir haben für Sie zwei ganz verschiedene Umfragen, zwei spannende Umfragen erhoben. Einmal ganz aktuell die SPÖ-Wähler, so wie wir das ja schon in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht haben, die SPÖ-Wähler, wie bewerten die SPÖ-Wähler nach den dramatischen Tagen, die wir da jetzt erlebt haben, Montag, Dienstag, Mittwoch, das Duell Babler gegen Toscozil? Wen würden die in einer Stichwahl, die es ja nicht gibt, wählen? Wen würden die, wenn sie am Parteitag abstimmen könnten, wählen? Also ganz spannend. Zu wem tendieren die SPÖ-Wähler? Das hat der Herr Professor erhoben. Ganz aktuell, wirklich ganz, ganz spannend. Und dann natürlich unsere übliche Umfrage am Donnerstag mit der spannenden Frage, wie wirkt sich dieses ganze Theater jetzt auf die SPÖ-Anteile aus? Bisschen schwer zu beurteilen, weil diese Umfrage ja über zwei Wochen geht. Sie wissen ja, wir haben pro Woche 1000 Befragte, summieren die dann zusammen in einem Zwei-Wochen-Rhythmus zu 2000 Befragten, um eine möglichst hohe Treffsicherheit zu gewährleisten, was uns ja immer gelungen ist in letzter Zeit. Und da ist es natürlich so, dass der Anteil derjenigen, die befragt worden sind, nach diesem Showdown im Parteivorstand am Dienstagabend, also das sind natürlich nur ganz, ganz wenige und deshalb wirkt sich das in dieser Umfrage noch nicht so aus. Aber beginnen wir jetzt gleich einmal mit diesem spannenden Duell Babler gegen Toscozil und wie sich das in einer Meinungsforschung niederschlägt. Man muss dazu sagen, wir haben ja keine Umfrage bei den Delegierten, weil deren Telefonnummern und Internetadressen haben wir nicht. An die können wir nicht herankommen. Wir haben auch keine Befragung bei den Mitgliedern. Da gilt genau dasselbe. Da gilt ja Datenschutz logischerweise. Das heißt, wir können immer nur die SPÖ-Wähler, also die sogenannten SPÖ-Präferenten, die SPÖ-Sympathisanten befragen. Also diejenigen, die sagen, sie haben entweder diesmal oder beim letzten Mal SPÖ gewählt. Es werden ja leider immer weniger, aber die wollen wir sozusagen abfragen und von denen wollen wir wissen, wie sie geurteilt hätten. Und da ist natürlich die erste ganz, ganz spannende Frage. Soll es nach dem knappen Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung eine Stichwahl um den Vorsitz geben, also der Babler-Wunsch? Wie hätten da die SPÖ-Wähler abgestimmt, wenn sie im Parteipräsidium gesessen wären? Und das ist eine ganz, ganz eindeutige Zahl. 70% der SPÖ-Wähler sagen, es hätte eine Stichwahl geben sollen. Wir sind für eine Stichwahl. Nur 28%, da sind vermutlich die Burgenländer auch enthalten, aber nicht nur, weil 28% ist natürlich viel mehr als die Burgenländer, sagen keine Stichwahl. 2% haben keine Meinung. Also große Zweidrittelmehrheit für eine Stichwahl. Herr Professor Beutelmeier, Ihre Analyse bitte. Ja, also zunächst einmal ein Satz. Wir messen hier natürlich in Real-Time. Die Dinge sind so heiß, so aktuell, so nah, dass wir immer aufpassen müssen. Es gibt zum Teil noch gar keine Meinung. Also wir messen hinein in einen Zustand der Meinungsbildung. Und ganz generell noch ein Satz. Es knirscht der Sand im Getriebe der Politik insgesamt, den wir heute noch sehen. Und dieses Knirschen in der Politik, dieses Knirschen auch in der Wirtschaft nimmt die Bevölkerung wahr. Und es ist eine unglaubliche Spannung da. Es ist also wirklich so etwas wie eine Verwerfung, die eine enorme Tragweite hat. Und naja, SPÖ in aller Munde und da
gibt es eine eindeutige Meinung in der Partei, nämlich unter den Wählern, unter den Affinen, die sagen, natürlich, da braucht es jetzt eine Stichwahl. Die Ergebnisse sind doch so knapp, dass wir wissen wollen, wer letztlich das Rennen macht. Also da gibt es eine ganz klare Mehrheit, 70% befürworten der SPÖ-Mitglieder, die sich in der Umfrage als solche deklarieren. Immerhin sind das über 200 Personen im Tausender-Sample. Das ist gar nicht so wenig. Also da gibt es einen klaren Wunsch, Stichwahl. Und das wird auch kommen. Die 609 Delegierten sind gefordert, eine Entscheidung zu treffen am 3. Juni. Das ist ganz spannend. Denn jetzt hat die Lazarsfeld-Gesellschaft die SPÖ-Wähler gefragt, wenn so eine Stichwahl kommt, für wen würden sie dann abstimmen? Und jetzt festhalten bitte, knapper geht's nicht. 51% der SPÖ-Wähler würden bei so einer Stichwahl oder auch am Parteitag Andreas Babler wählen, 49% Hans-Peter Toskut sind. Das ist so knapp, dass es unser Bundespräsident legendärerweise als arschknapp bezeichnen würde, dass es aber auch innerhalb der Schwankungsbreite liegt. Und das zeigt den Trend der letzten Tage, den wir eh schon spüren und immer wieder sehen, selbst bei den Abstimmungen im Parteivorstand stehen. Da gibt es zwei gleich große Lager, die sich fast unversöhnlich gegenüberstehen. Das Babler-Lager wird immer größer und hat erstmals die Mehrheit erreicht. Das heißt, das Gefühl des Herrn Babler, er hätte die Stichwahl gewonnen, stimmt. Allerdings nur innerhalb der Schwankungsbreite und so knapp, dass man von Gewinnen fast nicht reden kann. Es ist eigentlich ein Unentschieden, Herr Professor. Ja, das Spannende, Babler ist ja von der Nulllinie weggestartet. Also insofern ein Startzielsieg, möchte man meinen, aber beide Werte sind nahezu ident, sind in der Schwankungsbreite. Das verheißt also wirklich ein unglaubliches Rennen. Und wir werden dann noch sehen, offenkundig stehen beide Persönlichkeiten für sehr, sehr unterschiedliche Programme, Inhalte und Positionen. Also da geht's um eine richtungsweisende Entscheidung in der SPÖ. Und ja, beide haben das Zeug dazu. Das sieht man und wir können derzeit aufgrund der Daten gar nicht sagen, wer die Nase vorn hat. A, weil wir natürlich nicht in der Gruppe der Delegierten befragt haben. B, weil die Werte der beiden so knapp beisammen liegen. Also da kommt einiges an Spannung und einiges an Unvorhersehbarkeit auf uns zu. Also es wird weiter knistern in der Luft der Politik. Ja, also noch einmal, das sind nicht die Delegierten, das sind schon gar nicht die Mitglieder, das sind wirklich die Wähler, die SPÖ-Wähler, das sind so in etwa 25% der Bevölkerung hochgerechnet, in den Rotdaten sind es, glaube ich, so in etwa 15%. Und diese SPÖ-Wähler sagen, wenn sie in einer Stichwahl entscheiden sollte, wer neuer Parteichef wird, dann würden sie mit 51%, also dem knappestmöglichen Resultat, für Babler stimmen und mit 49% für Toskuzil. Das heißt, in einer Stichwahl hätte Babler Toskuzil minimal hauchdünn überholt. Aber da das ja die Wähler und nicht die Mitglieder sind, kann man es nicht genau sagen. Allerdings spannend, würde ich auch gerne die Meinung des Professors dazu wissen, spannend ist, wir haben aufgrund unserer Umfragen gesehen, die Mitglieder tendieren stärker zu Babler als die Wähler. Richtig, Herr Professor? Ja, so ist es. Also ich denke auch, je weiter wir in den Kern hineinkommen und die Delegierten, das ist also jetzt wirklich dann der Kern, die kleinste Grundgesamtheit, die es zu beachten gilt in der SPÖ, umso mehr dürfte es eine Affinität zu Babler geben. Aber noch einmal, der 3. Juni wird es weisen. Im Augenblick sind wir fassungslos, wie knapp die beiden beisammen liegen, vor dem Hintergrund, dass beide recht unterschiedliche Startzeitpunkte hatten. Während Toskuzil ja seit Monaten Sperrfeuer aus den Burgenlanden in Richtung Wien schickte, ist ja Babler aus dem Nichts aufgetaucht. Erst bei der niederösterreichischen Landtagswahl aufgefallen durch ein hervorragendes Wahlergebnis, das außergewöhnlich war für das Gesamtabschneiden der Partei in Niederösterreich. Und was er derzeit produziert an Zahlen, ist beachtlich. Ja? So, und das Ganze ist insofern spannend, dass Babler diese Stichwahl bei den Wählern und deshalb vermutlich auch bei den Mitgliedern, weil die stärker zu Babler tendieren als die Wähler,
gewinnen würde. Denn auf die nächste Frage der Lazarsfeld-Gesellschaft, welcher Kandidat kann die Partei am ehesten einen, da gewinnt Doskozil. Und zwar doch relativ klar, 42% sagen, Doskozil kann die Partei einen, nur 36% Babler. Wie beurteilen Sie das, Herr Professor? Ja, ein sehr überraschendes Ergebnis, denn es deckt sich ja gar nicht mit den bisherigen Daten. Denn bis dato war immer eher der Babler jener, wo man gesagt hat, der könnte vermitteln, der könnte wieder die Lager zusammenführen. Das dreht sich jetzt und ich glaube, das ist auch der augenblicklichen Lage geschuldet. Babler profiliert sich, setzt klare Akzente, wohin er will, differenziert sich, geht also durchaus auf Konfrontation zu Hans-Peter Doskozil, ja, die befinden sich ja im politischen Wettstreit. Und deshalb sagt man jetzt, naja, doch, der Babler, ob er diesen Kit bringt, den wir brauchen, wissen wir nicht. Man traut ihm es zu. Jetzt müssen wir dazu sagen, Kirche im Dorf lassen, 36% zu 42%, da gibt es eine Schwankungsbreite. Aber bisher war immer bei dieser Frage eher der Babler vorne. Jetzt stehen beide im Wettkampf und jetzt profilieren sie sich quasi. Und da ist offenkundig kräftige Reibung und vor allem Reibung von Seiten Bablers, die wahrgenommen wird. Und jetzt hat die Lazarsfeld-Gesellschaft auch abgefragt, wie wählbar sind die beiden Kandidaten? Es gibt ja sozusagen die politische Binsenweisheit, dass man sagt, Doskozil hat eine breitere Ausstrahlung als Babler. Doskozil könnte mehr Stimmen bei einer Nationalratswahl erzielen als Babler. Also schauen wir uns das einmal an. Die Lazarsfeld-Gesellschaft hat gefragt, ist die SPÖ mit einem Spitzenkandidaten Hans-Peter Doskozil für Sie bei der kommenden Nationalratswahl prinzipiell wählbar? Also können Sie sich vorstellen, eventuell die SPÖ zu wählen? Und da sagen 50% bei Doskozil ja, das ist ein sehr, sehr guter Wert, denn das geht weit in das Spektrum von ÖVP und FPÖ hinein. Und nur 28% sagen nein, 22% sind unentschlossen. Also 50% aller Österreicher, das sind jetzt alle Wähler, nicht nur die SPÖ-Wähler, sagen, Doskozil ist für mich wählbar. Herr Professor, ein guter Wert, oder? Ja, das ist ein Wert mit einer ganz beachtlichen breiten Wirkung. Also er geht hinein, jeder zweite Österreicher sagt, grundsätzlich ist Hans-Peter Doskozil für mich wählbar. Eine fantastische Ausgangsbasis. Aber es gibt natürlich auch ein gutes Viertel bis ein Drittel, 28%, die sagen, nein, bei dieser Person, da kann ich nicht mit, ist für mich nicht wählbar. Nur 22%, das ist die dritte Größe, die spannend ist bei dieser Betrachtung, nur ein Fünftel sagt, kann ich nicht beantworten, kenne ihn noch zu wenig. Das heißt, offenkundig starke, profilierte Persönlichkeit mit hoher Breitenwirkung und einer durchaus auch vorhandenen Ablehnungsquote, aber die im Vergleich zur Akzeptanz mit 28% durchaus jetzt nicht dramatisch schlimm ist. Und jetzt wird es aber ganz spannend, weil jetzt kommt das große Minus von Hans-Peter Doskozil. Wir haben auch die SPÖ-Wähler, die bisherigen SPÖ-Wähler. Letztes Mal, diesmal derzeit aktuell gefragt. Ist Hans-Peter Doskozil für Sie prinzipiell bei der nächsten Nationalratswahl wählbar? Ja oder nein? Und das ist eine mega Überraschung, denn da sagen plötzlich nur noch 69% der SPÖ-Wähler ja und 22% sagen nein. Und das zeigt natürlich die unglaubliche Beschädigung der SPÖ-Stimmung, könnte man sagen, den Hass, den es da teilweise gibt. Denn wir wissen ja, Doskozil hatte natürlich nur ein Drittel und zwei Drittel waren im weitesten Sinn gegen ihn. Und da sind Babler-Wähler und Rendi-Wagner-Wähler eindeutig da, die sagen, sie würden Doskozil nicht wählen. 22% der SPÖ-Wähler, unfassbar, würden Doskozil nicht wählen. Man sollte ja annehmen, dass 100% der SPÖ-Wähler den neuen SPÖ-Spitzenkandidaten wählen, aber 22% tun es nicht, 9% überlegen noch. Das heißt, ein Drittel der SPÖ-Wähler weiß nicht, ob sie Doskozil wählen würden bei der nächsten Wahl. Das ist niederschmetternd, oder, Herr Professor? Naja, es zeigt das Dilemma der SPÖ. Man hat jetzt zwei neue Persönlichkeiten im Rennen, die durchaus eine hohe Bekanntheit bereits aufweisen. Babler hat hier enorm aufgeholt. Doskozil lag da schon ausgezeichnet. Aber
die Polarisierung ist auch enorm. Ein Fünftel der Wähler, ein Fünftel des eigenen Klientels sagt, nein, den will ich nicht. Hans-Peter Doskozil ist für mich nicht der Spitzenkandidat, die Nummer eins in der Partei. Und das sagt man sehr entschieden, denn die Weiß-Nicht-Quote mit 9% ist niedrig. Also man hat eine Meinung zu Doskozil und diese Meinung verteilt sich heute halt jetzt doch so, dass 69%, zwei Drittel sagen, ich bin dafür und ein Drittel sagt, ich bin unentschieden oder dezidiert gegen ihn. Also das ist kein überschäumend gutes Ergebnis, aber natürlich ist dieses Ergebnis zu messen an den Werten von Babler. Das werden wir uns gleich anschauen und dann werden wir sehen, naja, jetzt kommen die Babler-Werte. Jetzt kommen die Babler-Werte. Also, Doskozil hatte bei den Gesamtwählern eine prinzipielle Bereitschaft, ihn zu wählen von 50%. Und jetzt schauen wir uns das bei Babler an, bitte. Und da ist die Bereitschaft der Gesamtwähler geringer. Babler würden nur 41% der Österreicher, sprich von allen Wählern, wählen und 31% definitiv nicht und 27% wissen es noch nicht. Also Babler liegt in der gesamten Wählerschaft definitiv schlechter als Doskozil. Sein Fischteich, könnte man sagen, seine Möglichkeiten sind geringer als die von Doskozil. Herr Professor, 41% ist weniger als 50%, ne? Ja, er ist das kantigere, das spitzere, das prägnantere Produkt, das politische. Und da muss man natürlich sagen, brauchen wir ein Breitbandantibiotikum in dieser Situation? Braucht die SPÖ ein Breitbandantibiotikum? Oder geht es darum, dass man sagt, wir definieren die Linie neu, wir definieren den Kern klarer, polarisiert stärker. Aber bei diesem Wert muss man auch dazu sagen, 27% weiß nicht, auf der Basis der Bevölkerung, das ist ein bisschen der Nachteil, den Babler noch hat. Er hat natürlich Bekanntheitsdefizit. Er hat gewaltig aufgeholt in der kurzen Zeit, aber 27% sagen, ich kann ihn nicht beurteilen. Also insofern, er liegt da schlechter. Er liegt da schlechter. Ich denke aber, das ist einem einerseits geschuldet, dem Bekanntheitsgrad, der noch entwicklungsfähig ist, den wir da ausbauen, das wird rasch gehen. Und andererseits ist es auch dem spitzeren Programm seiner konkreteren inhaltlichen Linie geschuldet. Er hat ja gesagt, er rückt eher nach links. Da wird ja das Wort Kommunismus strapaziert und vieles mehr. Also er sagt, ich fahre eine provokativere Linie, die weiter links angesiedelt ist und rückweg also von der Mitte. Ja. Und Sie haben natürlich völlig recht, Herr Professor, wenn man die Unentschlossenen so hochrechnet, dass man sagt, die fallen wahrscheinlich größtenteils noch auf die Seite der Ja-Stimmen, wenn sie ihn kennenlernen, dann ist der Unterschied zwischen Babler und Doskozil bei weitem nicht so groß, wie er jetzt ausschaut. Und jetzt die zweite spannende Frage, auch die für Babler nicht wahnsinnig rosig, nämlich die Frage an die SPÖ-Wähler, die SPÖ-Präferenten, diejenigen, die entweder beim letzten Mal SPÖ gewählt haben oder sagen, sie würden derzeit SPÖ wählen. Und die Frage ist, die SPÖ mit einem Spitzenkandidaten Andreas Babler für Sie bei der nächsten Nationalratswahl prinzipiell wählbar? Die fällt fast genauso schlecht aus wie die von Doskozil. Weil da sagen nur 67% der SPÖ-Wähler ja, also auch nur zwei Drittel. Und 17% sagen nein. Das sind weniger als beim Doskozil. Beim Doskozil sagen 22% nein und 69% ja. Das heißt, Babler hat dann natürlich wieder deutlich mehr weiß nicht, weil es unter den SPÖ-Wählern noch viele gibt, die noch überlegen und sagen, den muss ich mir noch länger anschauen. Also weniger, die ihn ablehnen. Die Spaltung in der Partei ist geringer bei Babler. Aber die Zustimmung ist auch nicht viel höher als wie bei Doskozil. Also auch hier gibt es Unversöhnliche, vor allem aus dem Doskozil-Lager, die sagen, den wähle ich nicht. Richtig, Herr Professor? Naja, die Begeisterung jetzt über diese neuen Spitzenkandidaten, wer immer es letztlich sein wird, wer immer das Rennen auch macht, die ist enden wollend. 67%, das liegt nahezu, das liegt eigentlich ident. Wir dürfen die Schwankungsbreite nicht vergessen. Wir sind jetzt wieder in der Gruppe der SPÖ-Affinen drin, diese 213 Befragten. Also insofern, beide liegen gleich auf. Ein wenig günstiger ist die Bilanz in der Ablehnung bei Babler. 17% Babler wähle ich nicht, 22% Hans-Peter Doskozil ist nur eine Tendenz, aber
Bemerkenswert und natürlich wieder das, die Last des Weißnichts. 16% ist ein deutlich höheres Weißnicht als also eine nicht beurteilen können des Kandidaten Babler. Also insofern, ich würde sagen, ganz, ganz knapp, enormes Potenzial und Dynamik bei Babler. Gefühlsmäßig glaube ich fast, dass sich da noch was bewegen wird nach oben. Aber man kann im Augenblick nicht sagen, wer die Nase vorn haben wird, weil wir noch einmal in der Gruppe der SPÖ-Wähler waren, nicht in der Gruppe der Delegierten und nicht in der Gruppe der Mitglieder. Also es bleibt spannend, aber beide Kandidaten haben aufgrund ihrer Präferentenwerte Spielraum nach oben. Also die 67% respektive die 69% sind jetzt keine überschäumenden Zustimmungswerte in der Partei. Also von einer Einigung in der Partei sind beide noch meilenweit entfernt. Und der Herr Professor hat schon angesprochen, das, was Sie jetzt gesehen haben, das war eine Wählerbefragung, SPÖ-Wähler. Die haben ja leider relativ wenig zu sagen in den nächsten Tagen. Es kommt auf die Delegierten an. Und deshalb steigen wir jetzt an dieser Stelle ganz kurz aus der Lazarsfeld-Umfrage aus und in unseren Österreich-Newsroom, der sich hinter mir befindet, ein. Denn der Österreich-Newsroom hat gestern und heute durch Österreich durchtelefoniert, versucht in jedem Bundesland Parteitagsdelegierte ans Telefon zu bekommen und die gefragt, wie sie glauben, dass die Stimmung der Delegierten in ihrem Bundesland ist. Also wie stimmt der Hansi ab, wie stimmt der Peppi ab und wie stimmt der Moritz aus Hallein oder aus Damsweg ab. Und dieses Gefühl der Delegierten hat dieser Newsroom versucht umzusetzen in eine erste Hochschätzung. Von einer Hochrechnung kann man da nicht sagen. Hochschätzung der Stimmung auf dem SPÖ-Parteitag. Und das ist ganz spannend, schauen wir uns das kurz an. Da sehen wir das genau. Links, wie viele Stimmen entfallen auf Babler. Rechts, wie viele Stimmen entfallen auf Toscanelli. Geht es relativ schnell durch, damit wir nicht bis Mitternacht brauchen. Wien hat die meisten Delegierten, nämlich 96. Davon entfallen 3/4, 76 geschätzt, gefühlsmäßig. Auf Babler, weil jetzt ja auch Ludwig eher zu Babler tendiert, nur 20 auf Toscanelli, da ist Josef Czap dabei mit seinen Herrn Nalzern, da ist Simmering dabei, da ist Favoriten dabei, da ist möglicherweise Donaustadt dabei, aber schon Floridsdorf fällt eher zu Babler und die ganzen Innenstadtbezirke und die ganzen sogenannten Bobo-Bezirke wie der 19., der 9. und so, die fallen alle zu Babler, also klare Mehrheit, klare Dreiviertelmehrheit für Babler in Wien. Ganz spannend wird Niederösterreich. Das wird entscheidend werden, denn Niederösterreich hat 84 Delegierte, fast gleich viel wie Wien. Und Niederösterreich ist schwer gespalten. Denn Niederösterreich müsste ja eigentlich für Babler sein. Babler ist Niederösterreicher. Niederösterreich müsste ja eigentlich an Niederösterreich als Parteichef wollen. Und Babler hat auch die Mitgliederbefragung in Niederösterreich überlegen gewonnen. Trotzdem ist Niederösterreich, weil der Parteiobmann Hergowich und der frühere Parteiobmann Schnabel so klar im Lager von Toscanelli sind, vorerst noch im Toscanelli-Lager. 57 Niederösterreich stimmen für Toscanelli, 27 für Babler. Der Bundesparteivorstand hat 54 Delegiertenstimmen am Parteitag. Die fallen eher mit 31 zu Toscanelli und mit 23 zu Babler. Oberösterreich auch eher Toscanelli, 40 Toscanelli, 24 Babler. Die Gewerkschafter, die 50 Delegiertenstimmen haben sehr viele, dafür eher zu Babler, 31 Babler, nur 19 Toscanelli. Die Steiermark, wo Max Lercher, der Toscanelli-Vertraute, die Regie führt, dafür eindeutig zu Toscanelli, 39 Delegierte Toscanelli, 12 Babler. Die anderen, das sind so verschiedene kleinere SPÖ-Organisationen, eher zu Babler, 29 Babler, 20 Toscanelli. Die Frauen, die 39 Stimmen haben, aber auch in die Bundesländer hineinwirken, eindeutig für Babler. Da schätzt man 31 Frauenstimmen für Babler, nur 8 für Toscanelli, ein Teil davon aus dem Burgenland. Das Burgenland militant für Toscanelli, nämlich 28 zu 0. Kärnten dafür mit einem Hauch eher für Babler, 15 Babler, 12 Toscanelli. Die Jungen
vor allem die SJ und der VSSDÖ ganz stark für Babler. 20 Stimmen um die Jungen, 19 fallen zu Babler, nur eine, nämlich die SJ Burgenland, zu Doskozil. Salzburg hat 14 Stimmen, fällt eher zu Doskozil. Tirol hat 11 Stimmen, da ist es fast unentschieden. Die Kontrollkommission 17 Stimmen, auch sehr ausgeglichen. Und Vorarlberg ist das Gegenstück zum Burgenland. Vorarlberg fällt mit 5:0 an Babler. Und dort hat offenbar Doskozil keine Chance. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, dann ist das eine Sensation, denn dann hat Babler ähnlich wie bei der Wählerbefragung eine, wie es mit Van der Bellen heißt, arschknappe Mehrheit, nämlich 308 zu 301. Spannender könnte ein Parteitag nicht werden. Das ist völlig offen, weil diese Zahlen sind ja nicht empirisch, sondern die sind rein gefühlsmäßig. Da haben rein Delegierte aus einem Bundesland getippt, wie sie glauben, dass die Delegierten ihres Bundeslandes abstimmen werden. Also ein Hetivari-Programm, ein Glaube-ich-Programm, das natürlich absolut nicht empirisch sicher ist. Und da kommt dieses total knappe Ergebnis heraus, das aber Babler vorne sieht. Der Kurier hat heute eine Doskozil-Hochrechnung veröffentlicht, dafür Doskozil überlegen, aber das kennen wir ja schon, die Doskozil-Umfragen, da hatte er ja auch bei der Mitgliederbefragung 42%. Das ist dann ganz anders gekommen, als die Doskozil-Fans geglaubt haben, weil aus den 42% sind dann 33 geworden. Also, nach derzeitigem Stand 308 Babler, 301 Doskozil und eher eine Dynamik in Richtung Babler. Herr Professor, ganz kurz, Ihre Einschätzung, das ist jetzt nicht Ihre Umfrage, sondern das ist eine Hochschätzung unseres Newsrooms, aber Sie als Beobachter, der ja sagt, es kommt jetzt auf die Delegierten an. Was glauben Sie, was schätzen Sie? Also ich würde auch zunächst einmal sagen, es wird ganz, ganz knapp. Die beiden liegen so eng beisammen, dass man es wirklich nicht prognostizieren kann, wir auch die Instrumente nicht haben, empirisch. Und zum Zweiten glaube ich, dass das Potenzial von Babler für die Repositionierung, für die Neuausrichtung des Politmarketings das Stärkere sein wird. Das ist jetzt ein Marketinggefühl von mir. Also ich glaube, dass er hier der Partei mehr Tempo geben wird und sich mehr abgrenzt und damit eine stärkere Oppositionsrolle einnehmen kann im aktuellen politischen Umfeld. Also ich und das scheint mir eines der Motive auch zu sein, warum man die Stimme ihm gibt, dass man sagt, okay, da kehren wir stärker zurück zu unseren Kernwerten. Und diese unendlich langweilige Diskussion um die Mitte, um die neue Mitte, um die Mitte-Wähler, die ja gar nichts bringt, außer verwaschenes Politmarketing, die wird dann beendet. Also Babler wird nicht für die neue Mitte stehen, wird also für ein Kernprogramm stehen. Und ich glaube, das ist das Hauptmotiv letztlich. Und wahrscheinlich wird dieses Hauptmotiv diesen kleinen Vorsprung dann rechtfertigen oder argumentieren lassen. Ich sehe ihn auch knapp vorne, aber wir wissen es am Dritten. Ja, aber das sind natürlich alles nur Gefühlswerte, sowohl des Herrn Professor als von uns, als auch der Befragten. Denn wie gesagt, noch einmal, diese Grafik ist ganz, ganz spannend, weil es ist eine erste unabhängige, weil bis jetzt gab es das ja nur aus dem Doskozil-Lager, eine erste unabhängige Hochrechnung dieses Parteitags der Delegierten. Es ist so gemacht worden, dass in jedem Bundesland Delegierte angerufen wurden und die gefragt worden sind, wie glaubt ihr, dass die Delegierten eures Bundeslandes abstimmen werden. Wer ist von den Delegierten deines Bundeslandes pro Doskozil? Wer ist pro Babler? Und dann kam dieses Resultat heraus. Also wir haben immer ein, zwei Delegierte eines Bundeslandes angerufen und gesagt, wir wollen der Pepi, der Hansi, der Josef. Und dann haben die gesagt, ja, also nach unserem Gefühl ist der Pepi pro Doskozil und der Hansi ist pro Babler. Und so kamen diese Werte heraus. Aber das sind Gefühlswerte, das sind Hochschätzungen, das sind Tipps. Aber das ist keine Umfrage. Es zeigt nur, das Ding ist so knapp, dass jede Prognose für diesen Parteitag fast unmöglich ist. Und Babler hat völlig sensationell
aufgeholt, fast zu Tosco-Ziel, während man ja am Anfang annehmen musste, der hat auf dem Parteitag überhaupt keine Chance, weil er ja dort keine Pressure Groups hat. Er hat keine Landesparteiobmänner, die ihn unterstützen, keine Funktionäre, keine Organisationen, die ihn unterstützen. Das heißt, das sind eigentlich alles Abweichler, die ihn wählen. In Niederösterreich zum Beispiel ist die Vorgabe, eindeutig Tosco-Ziel zu wählen. Trotzdem wählt ein Drittel der Niederösterreicher Babler bereits. Und das kann noch mehr werden. So, das war also die erste Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt die klassische Lazarsfeld-Umfrage, so wie Sie sie gewohnt sind, nämlich mit den Fragen zur Woche. Wie steht es in der Sonntagsfrage und wie ist die Stimmung der Österreicher in Sachen Teuerung? Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir sind wieder zurück bei Fellner Live. Willkommen zur Umfrage der Woche. Heute ist Donnerstag. Donnerstag ist bei uns Umfragetag und ganz aktuell aus dem Computer die neue Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft. Jetzt mit den klassischen Fragen, die wir jede Woche stellen und mit den Trendentwicklungen, die wir dabei beobachten können. Und wir beginnen wie immer mit der Sonntagsfrage und schauen uns an, wie schaut es derzeit aus. Wie würde derzeit eine Nationalratswahl ausgehen, wenn zum Beispiel die ÖVP, wie ja viele Insider behaupten, plötzlich der Meinung ist, hallo, jetzt gehen wir neu wählen, denn die SPÖ ist geschwächt und wir können vielleicht die SPÖ am falschen Fuß erwischen. Da müsste man sagen, das wäre derzeit keine sehr, sehr gute Idee für die ÖVP, eine Neuwahl, denn sie liegt nach wie vor eindeutig an dritter Stelle. Nach dieser Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft in Führung, völlig unbestritten, mit 28% auf Platz 1 die FPÖ, plus 2%, die profitiert von dem ganzen Chaos, das es derzeit gibt in der österreichischen Innenpolitik und zieht immer klarer wieder Richtung 30%, wo sie schon einmal war. Auf Platz 2 überraschend unbeschädigt, aber das deshalb, weil das eine Zwei-Wochen-Umfrage ist, die die Ereignisse der letzten drei Tage noch nicht wirklich zeigt. Wir werden die Ereignisse der letzten drei Tage dann in den Rohdaten kurz beobachten können. In der Zwei-Wochen-Umfrage ist die SPÖ noch relativ unbeschadet. Da hat sie eigentlich, haben sich da die Negativbeurteilungen des Chaos zur Positivbeurteilung der direkten Demokratie und der Aufmerksamkeit, die auf die SPÖ gerichtet war, halbwegs die Waage gehalten. Und die SPÖ noch mit Pamela Rendi-Wagner, ihr letztes Umfrageergebnis sozusagen, liegt bei 25%. Deutlich besser, als man der Rendi-Wagner immer nachgesagt hat. Und der Kanzler kommt einfach aus dem Tief nicht heraus, der kann machen, was er will. Er ist zwar nicht unter die 20%-Marke gefallen, er hält sich knapp darüber, aber 21% sind so schwach, dass man ihm eine Neuwahl nicht empfehlen kann. Und wenn wir das zusammenrechnen, ÖVP und FPÖ, dann ginge sich eine schwarz-blaue Koalition wieder mit Van der Bellen zu sprechen, der die eh nicht angeloben will, aber sowas von arschknapp aus, das wären 49%, das wäre sozusagen ein minimaler Mandatsüberhang vermutlich, damit also Schwarz-Blau regieren könnte. Die Ampel, die kommt überhaupt nicht in Frage, denn wir sehen, dass die Grünen immer mehr schwächeln. Die fallen jetzt bereits auf 10% und laufen Gefahr, unter 10% zu fallen sogar. Die Neos bleiben bei 12%. Wenn wir das zusammenrechnen, dann sind wir bei 47% für eine Ampel. Das ist deutlich weniger, als sich für Schwarz-Blau ausginge. Und auch die große, sogenannte Große Koalition wäre viel zu klein zum Regieren. Auch die kämen derzeit nur auf 46%. Könnten also alleine auch nicht regieren, müssten zum Beispiel die Neos dazu nehmen als dritte Partei. Das heißt, eigentlich könnte derzeit und zwar nur ganz, ganz knapp nur Schwarz-Blau regieren. Herr Professor, Ihre Analyse bitte.
Ja, die letzten 14 Tage liegen da vor uns 2000 Interviews, eine besonders stattliche Anzahl an Befragten garantiert ein sehr genaues Ergebnis, eine sehr präzise Betrachtung mit ganz wenig Schwankungen. Und da zeigt sich, eigentlich in den letzten 14 Tagen hat vor allem die FPÖ profitiert und sich ein wenig weiter nach vorne geschoben, den Abstand auf die anderen beiden, auf SPÖ und ÖVP, erhöht. Also FPÖ mit 28 Nummer 1. War dort schon, war auch schon ein bisschen höher, aber insgesamt kann man sagen, klare Nummer eins, stattlicher Vorsprung, gefestigt in den letzten 14 Tagen. Erstaunlich, SPÖ hält die Nummer zwei Position, wiewohl da ziemliche Zukunftsdiskussionen in der Partei herrschen. Wir werden dann in der aktuellen Woche sehen, in dieser Woche, dass es eine leichte Erosion gibt, aber insgesamt, das ist überraschend, das hätte man wahrscheinlich vor einigen Wochen noch nicht so erwartet. Die SPÖ kann einigermaßen unbeschadet diese Diskussion überstehen, hält 25%, liegt in der Mitte und die ÖVP kommt nicht vom Fleck. Nein, in den Rotzahlen liegt sie ganz tief, nämlich auf einem Wert, der noch nie unterschritten wurde, aber der tiefste Wert in der Messreihe ist. Also insofern eigentlich nicht viel Bewegung, positive Woche oder positive 14 Tage für die FPÖ und bei den Grünen Erosion, bei den Neos ein leichtes Plus. Spannend noch die anderen. Letzte Woche hatten wir 6% andere. Wir müssen uns erinnern, da gab es ja den Kai-Michael Dankl in Salzburg, die KPÖ oder KPÖ Plus. Da war so ein bisschen eine Wirkung in Österreich weit zu messen. 4, 5, 6, 7%, je nach MAFO-Institut, wurden hier ausgewiesen. Offenkundig ist dieser Effekt derzeit wieder etwas am Abklingen. Wir haben derzeit nur 4% andere und da sind auch drunter gemischt die KPÖ Plus oder die KPÖ-Affinen, die man dezidiert jetzt so nicht mehr abgefragt haben. Also da tut sich was an den Rändern. Natürlich bleibt es da auch spannend, inwieweit ein möglicher Babler die KPÖ-Stimmen aufsaugen kann oder mobilisieren kann in Richtung SPÖ. Also wenig Bewegung. Und da sehen wir also noch relativ wenig Veränderung bei der SPÖ. Das hat einige politische Beobachter in den letzten Tagen schon in Wallung versetzt. Die sagen, das gibt's ja nicht. Da müsste ja eigentlich längst ein Minus sein. War bis zum Chaos der letzten Tage nicht der Fall. Aber wenn wir jetzt hineinschauen in die Rohdaten der letzten Woche, die uns zur Hälfte bereits die Stimmung der letzten Woche zeigen, die andere Hälfte ist vor diesem Montag erfragt worden, dann sehen wir, da stürzt die SPÖ jetzt ab. Da gibt es jetzt ein Minus von 2% in den Rohdaten. Also das sind diejenigen, die direkt antworten, nicht hochgerechnet. In diesen Rohdaten gibt es jetzt ein Minus von 2% für die SPÖ und noch einmal ein Plus von 1% für die FPÖ. Also da geht es jetzt mit der SPÖ bergab und das ist erst die Hälfte dieser Chaoswoche für die SPÖ erfragt. Das heißt, da könnte es in den nächsten Wochen für die SPÖ jetzt ein kräftiges Minus geben, Herr Professor, oder? Ja, also die Auswertungsturbulenzen, das Bild, das hier gezeigt wurde in der Öffentlichkeit, das war nicht gut. Und diese minus 2%, die sind ja ganz frisch, die sind ja ein, zwei Tage alt. Das zeigt sehr wohl, da gab es jetzt Erosion, ändert aber nichts dran. Die SPÖ hält die Mittelposition. Sie verliert ein wenig an Wählern, verliert an Marktanteil, aber auch die ÖVP schwächelt. Ein minus 1 bei der ÖVP, 12% Rohwerte, das ist ganz wenig, das ist, wie schon erwähnt war vorhin, der niedrigste Wert bisher. Er wurde schon ein paar Mal erreicht, aber noch nie unterschritten. Aber 12% von 100 befragten Österreichern, die sich in der Umfrage zur ÖVP bekennen, wenn nächsten Sonntag Wahlen werden, das ist schon ein Horrorwert eigentlich. Also dieser Wert sollte schlaflose Nächte dem Karl Nehammer bereiten. Ja, FPÖ. Immerhin auch diese Woche wieder ein leichtes Plus, insgesamt auf 14-Tages-Basis ein stärkeres Plus. Also wir sehen ganz eindeutig die augenblickliche Situation, der Sand im Getriebe der politikgerechte FPÖ zum Vorteil, ja, und 35%, die größte Partei, mit Abstand die größte Partei, ist die Partei der Frustrierten, der Nichtwähler, der weiß nichts, jener, die sagen, ich will mit Politik gar nichts zu tun haben. Also das lässt natürlich tief blicken. Und diese Partei ist diese Woche um 3% wieder größer geworden. So, und dann gehen wir gleich zur Kanzlerfrage, die wir Ihnen auch jeden Donnerstag bieten können. Und da sehen wir, da liegt Nehammer besser als seine Partei.
und zwar um 3%, hat allerdings in dieser Woche 1% eingebüßt. Vielleicht war das sein Wer arbeiten will, ist nicht Armsager, der da nicht gut angekommen ist. Randy Wagner zum Abschied noch ein leichtes Plus von 1% und plus 1% auch Kickl. Und es ist so, Kickl ist derzeit der Favorit der Österreicher in der Kanzlerfrage. Das ist sensationell. Und wenn wir uns dazu gleich noch die Rohdaten anschauen, die wir Ihnen ja immer mitzeigen, damit Sie sehen, von welcher Basis wir hochrechnen, dann sind die sehr ähnlich. Und dann führt Kickl erstmals auch in den Rohdaten. Plus 1% für Kickl. Das heißt, Kickl legt in den Rohdaten auf Platz 1 zu und ist jetzt auch in den Rohdaten bei der ganz direkten Nennung ohne Hochrechnung die Nummer 1 in der Kanzlerfrage. Das ist schon eine Sensation, Herr Professor, oder? Ja, also das ist der Höhenflug der FPÖ in den 14-Tageswerten, in den Wochenwerten und ganz besonders Herbert Kickl gelingt es, sich zu profilieren, wiewohl er gar nicht so sehr auf der politischen Bühne in Erscheinung tritt. Und wir sehen es auch in dieser Woche, da kratzen jetzt ein wenig die aktuellen Vorgänge in der SPÖ am Image der Randy Wagner, an ihren Personenwerten ein leichtes Minus. Minus 1 ist nicht viel, aber man sieht schon, die aktuellen Tage taten insgesamt der Partei als auch ihrer noch Vorsitzenden nicht gut. Und der Kanzler mit 16% aller Österreicher, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden, vernichtende Werte, die nur knapp über den Rotzahlen der Partei liegen. Also insgesamt wenig Bewegung, aber Bewegung, die durchaus verständlich wird, wenn man sich die Hintergründe anschaut. Und auch hier 42% Österreicher, die sagen, nein, keiner dieser Personen ist für mich ein geeigneter Bundeskanzler, ein geeigneter Geschäftsführer der Österreich GmbH. Und jetzt wird es wirklich brutal, weil jetzt kommt die Frage, die wir jede Woche stellen und wo Österreich bis jetzt schon weltweites Schlusslicht war, nämlich wie gut ist unsere Regierung? Wie viele Österreicher sagen, diese Regierung arbeitet gut und wie viele sagen, diese Regierung arbeitet schlecht? Und es gibt weltweit kein Land, wo die Gutbeurteilung einer Regierung unter 29% liegt. Das ist derzeit die Beurteilung in Deutschland, in Frankreich und in Amerika. Da sind die Regierenden jeweils so zwischen 29 und 32% gut angesiedelt. Und das gilt dort als Katastrophenwert. Und jetzt schauen wir nach Österreich. Wir hatten 21% das letzte Mal und das war schon der schlechteste Wert weltweit. Und wir haben gesagt, tiefer geht es eigentlich nicht mehr. Aber es geht noch tiefer. Wir kriegen noch einmal in einer Woche ein Minus von 3% dazu. Und jetzt sind überhaupt nur noch 18% der Österreicher der Meinung, diese Regierung arbeitet gut, überhaupt nur mehr 4% sehr gut. Und wenn wir jetzt bedenken, dass die Grünen und die ÖVP ursprünglich ein Potenzial von 52% Wählern haben, aber selbst jetzt nach der jetzigen Wählersituation noch 31% hätten, aber nur 18% der Meinung sind, diese Regierung arbeitet gut, dann sind selbst die Hälfte der aktuellen Grün- und ÖVP-Wähler der Meinung, diese Regierung arbeitet schlecht. Das ist ein solcher Katastrophenwert, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Ja, also nur noch 18% gut, aber 54% schlecht, bitte. 54% schlecht. Mehr als die Hälfte der Österreicher, 54% sagen, diese Regierung arbeitet schlecht zusammen, arbeitet schlecht. Und nur noch 18% sagen, diese Regierung arbeitet gut zusammen, arbeitet gut. Und noch einmal, in Amerika, in Deutschland, in Frankreich die schlechtesten Werte bei 29%. Und das sind drei schwer angeschlagene Regierungen. Und die werden in Österreich mit 18% aber sowas von unterboten. Nur 18% der Österreicher sagen, diese Regierung arbeitet gut, nur 4% sehr gut. 54% sagen, diese Regierung ist schlecht, 35% sehr schlecht. Eigentlich, Herr Professor, müsste diese Regierung das Licht abdrehen, am Ballhausplatz zusperren und sagen Neuwahl, oder?
Ja, also wenn man sich diese Zahlen im Detail betrachtet, das habe ich heute noch mir in der Statistik angeschaut, dann sind es ganz bestimmte Segmente, die hier besonders überdurchschnittlich sauer reagieren und schlecht beurteilen. Es sind nämlich berufstätige Niedrigverdiener beurteilen noch einmal viel schlechter als diese Werte, die wir heute hier am Bild sehen. Und das ist ja wohl ein Reflex auf die Teuerung, auf das nicht vorhandene Antiteuerungsprogramm, das politische. Also ich glaube, dass das im Hintergrund offenkundig dieser wesentliche Hebel ist, den die Regierung versäumt hat, einzusetzen. Und von daher weht der Wind, der scharfe Wind, der kalte Wind und produziert so eine enorm hohe Ablehnungsquote. Also berufstätige Bevölkerung und niedrig verdienende Bevölkerung sind besonders erbost auf diese Koalitionsregierung von Türkis und Grün. Und das dürfte sehr wohl ein massiver Reflex sein auf nicht vorhandene oder nicht funktionierende Antiteuerungspolitik. Das ist das Hauptmotiv. Es sind nicht die Migranten, es ist nicht die Umwelt, es ist das Thema, wie kommen wir mit unserem Geld zusammen? Und das werden wir heute noch einmal ganz intensiv diskutieren, auch mit anderen Daten. Ja, und da gehen wir jetzt gleich in diese Daten hinein, denn diese katastrophale Bewertung und diese katastrophale Arbeit der Regierung wirkt sich auf alle weiteren Daten und vor allem auf die Stimmung der Österreicher aus. Es wird immer schlechter, muss man ehrlich sagen. Wir schauen zunächst einmal auf die Bewertung der österreichischen Wirtschaft. Auch die ist wieder schlechter geworden. In nur einer Woche fällt die Bewertung unserer Wirtschaft als gut auf 23% zurück. Also nur 23% der Österreicher sagen, unserer Wirtschaft geht's gut, das ist weniger als ein Viertel. 37% sagen schlecht, 39% mittelmäßig. Also dieser Wert sinkt, Herr Professor, richtig? Ja, also das zeigt nur, die Bevölkerung hat Verständnis für die schwierige Situation der Wirtschaft und Industrie im Lande. Also man nimmt das sehr deutlich wahr, welche Herausforderungen unsere Unternehmen zu bewältigen haben, dass es ein extrem schwieriges Wirtschaftsumfeld derzeit ist. Dann sehen wir einen sehr großen Pessimismus, was das Ausgabeverhalten anbelangt. Das ist die nächste Grafik. Da lautet die Frage, und wie wirkt sich die Teuerung auf Ihr Ausgabeverhalten aus? Ich werde in Zukunft mehr Geld ausgeben, sagen nur noch 10%. Ich werde weniger Geld ausgeben, aber 57%. Und ganz genauso ist es beim Konsumverhalten. Wird sich Ihr Konsumverhalten im Vergleich zum Vorjahr ändern? Nur 13% sagen, ich werde mehr konsumieren, und das vor den Ferien, wo dieser Wert üblicherweise stark ansteigt. Und 45% sagen, ich werde weniger konsumieren, Herr Professor. Ja, das ist die Vollbremsung in Sachen Konsum beziehungsweise beim Ausgabeverhalten der Österreicher. Und eine Vollbremsung, das sehen wir jetzt auch in Deutschland, bedeutet Rezession. Ich glaube, die deutschen Daten wurden jetzt veröffentlicht oder waren heute ersichtlich. Wir sind im nächsten Quartal eines Negativwachstums. Und dieses Negativwachstum in Deutschland wird massiv darauf zurückgeführt, dass der private Konsum schwächelt. Und genau in dieser Falle befindet sich auch die österreichische Wirtschaft. Der private Konsum wird zunehmend schwächeln, weil die Vollbremsung in Sachen Ausgabeverhalten wirksam wird. Ja, und damit hängt natürlich die Lebensqualitätsstimmung der Österreicher zusammen. Da hatten wir in den letzten Wochen eine ganz leichte Erhellung. Wir beide haben schon gehofft, jetzt geht's einmal in Richtung Licht am Ende des Tunnels. Aber das hat sich wieder deutlich verschlechtert. Und jetzt wird es schön langsam wirklich dramatisch, auch für diese Regierung dramatisch, weil jetzt geht es dieser Regierung an den Kragen. Die Leute fühlen sich deutlich schlechter. Es gibt diese berühmte Frage, wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? Und da gibt es die Clinton-Doktrin aus Amerika, dieser Wert muss über 50% bei besser liegen. Nur dann hat eine Regierung eine Chance auf eine Wiederwahl. Ansonsten ciao mit au. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist diese Regierung, diese österreichische Regierung von der Wiederwahl aber sowas von meilenweit entfernt. Schlimmer könnte das Ergebnis nicht sein. Denn nur noch 17% der Österreicher, weniger als ein Fünftel, sagen, es geht ihnen besser als vor einem Jahr. Das war das Corona-Jahr, bitte.
hatte. Das war ein Jahr, das ja alles andere als lustig war. Und dieser Wert hat sich auch noch um 3% in der letzten Woche verschlechtert. Das ist dramatisch. Das ist hochdramatisch. Der Herr Professor hat das ja schon gesagt. Das sind Werte, da kriegen wir jetzt schon langsam Gänsehaut. Nur noch 17% sagen, es geht mir besser als im Vorjahr. Aber 42% sagen, es geht mir schlechter. 2% mehr als vor einer Woche. 42% der Österreicher sagen, es geht ihnen schlechter. Und da muss man sagen, Herr Bundeskanzler, bitte sperren Sie am Ballhausplatz endlich zu, drehen Sie das Licht ab, dieses Land braucht Neuwahlen. Dieser Wert ist ja ein Wahnsinn, Herr Professor, oder? Ja, also Lebensqualität ist eine unglaublich wichtige politische Dimension, ist eine zentrale Dimension in der Bevölkerung. Wir sind eine sogenannte Lebensqualitätsgesellschaft. Das ist so ein oberstes Zielkriterium, Lebensqualität zu halten. Und wir sind derzeit offenkundig nicht in der Lage, Lebensqualität zu halten. Es befindet sich derzeit die Lebensqualität in Erosion, ein Abbau von Lebensqualität. 42% sagen, es wird schlechter und dieser Wert ist weiter gestiegen. Also wir sind dort in Richtung 50%, die sagen, die Lebensqualität, die wird weniger. Ich verliere an Lebensqualität und das ist ein absolutes Alarmzeichen und geht Hand in Hand mit anderen Indikatoren noch. Da schauen wir uns heute noch einen an. Also insgesamt eine sehr bedrohliche Entwicklung und auch das weist darauf hin, wenn die Lebensqualität gefährdet ist, die Sorgen so massiv zunehmen, die existenziellen, dass man auf die Konsumbremse steigt und damit natürlich die Wirtschaft ausbremst. Und in Wahrheit muss man da jetzt sagen, es wird höchste Zeit, dass diese Regierung abtritt, bevor sie unser Land komplett kaputt macht. Das gilt vor allem für die Grünen, die ja am kritischsten gesehen werden und die an diesen desaströsen Werten hauptverantwortlich sind. Es kann nicht sein, dass wir so weitermachen, weil wir fahren hier in eine Pessimismusstimmung hinein, die sowas von dramatisch und sowas von gefährlich ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nehammer und Kogler fahren dieses Land derzeit zumindest in den Umfragedaten gegen die Wand. Und das hat einen ganz, ganz wichtigen Hintergrund. Der Professor hat das schon mehrfach angesprochen, weil er das als führender Umfrageforscher in diesem Land natürlich bei jeder Frage spürt. Das ist die Teuerung. Und jetzt kommt die Teuerung-Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft. Und da halten Sie sich bitte an. Da lautet die Frage, wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt? Da sind überhaupt nur noch 6%. Nur noch 6% der Österreicher, wieder 1% weniger als vor einer Woche, der Meinung, dass die Teuerung nicht spürbar ist. Nur 1% sagen gar nicht spürbar, das muss der René Benko sein. Und dann 5% sagen weniger spürbar. Ja? Und das macht 6%, das ist ein Zwanzigstel. Nur einer von 20 Österreichern ist der Meinung, dass die Teuerung für ihn nicht spürbar ist. Und umgekehrt, 72% der Österreicher sagen, die Teuerung ist für meinen Haushalt spürbar. Das geht mittlerweile schon über den Mittelstand hinaus zu den Besserverdienern. Denn in diesen 72%, da fangen schon die Besserverdiener an in diesem Land, etwa bei der 70%, 65% Grenze. Und wenn wir uns anschauen, 41%, sehr spürbar, das geht weit in den Mittelstand hinein. Das sind nicht mehr nur die Kleinverdiener, das sind auch schon die Mittelverdiener, Herr Professor. Ja, die Teuerung betrifft die gesamte Bevölkerung. Man kann sagen, 3/4 der Österreicher sind im Banne der Teuerung, davon 41%, ganz enorm betroffen. Und das Spannende am Rande, wenn man das nach Wählergruppen analysiert, sind die FPÖ-Wähler ganz besonders teuerungsbetroffen. Nämlich die haben auf der Kategorie spürbar, wo der österreichweite Mittelwert bei 41% liegt, sogar einen Wert von 55%. Das heißt, wenn die FPÖ geschickt agiert und das Thema Teuerung besetzt, nämlich Maßnahmen, wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung in die Politik hineinträgt, dann gelingt es möglicherweise, neben dem Thema Zuwanderung, Asyl, auch ein zweites politisches Thema zu besetzen. Und deshalb wird es so spannend. Das wird ein ganz entscheidendes Thema der Zukunft, das offenkundig derzeit von der Politik in keinster Weise beantwortet wird. Deshalb wird spannend, wie mit dem Thema umgegangen wird und welche Partei sich dieses Thema zunutze machen kann. Ob es eine SPÖ möglicherweise unter Babler ist, der hier auf dieses Thema draufsetzt und Erfolg haben könnte, oder wird sogar die FPÖ dieses Thema noch aufgreifen, zusätzlich zum Kernthema Fremdenpolitik. Ja, und jetzt kommt die letzte Frage der heutigen Umfragewoche.
Und da könnte man sagen, da hat vielleicht der Karl Nehammer, der ja immer den Drang dazu hat, irgendwo noch was Positives zu finden, da findet er 1% plus. Und zwar sind jetzt immerhin schon 30% der Österreicher plus 1% optimistisch, was die nächsten 12 Monate anbelangt. Und das ist immerhin eine halbwegs erfreuliche Zahl. Dieser Wert lag früher in Österreich bei 60-70%, muss man dazu sagen. Aber er hat sich jetzt wieder auf 30% verbessert, war schon bei 20% unten. Und die Pessimisten sinken, die waren schon über 50%, sind jetzt, Anführungszeichen, nur mehr bei 46%. Also immerhin ein Drittel der Österreicher ist optimistisch und meint, so schlecht kann es nicht weitergehen. Irgendwann muss es in den nächsten 12 Monaten besser werden, Herr Professor. Naja, ich würde das strenger interpretieren, denn wir hatten seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine ein tiefes Tal. Die schlechtesten Werte seit 40 Jahren in der Messreihe. Und da gab es einmal ein kurzes Aufflackern, eine kurze Aufwärtsbewegung, nämlich Anfang Jänner, Anfang Februar, da ging es schon Mitte 30, 36-37%. Und jetzt geht es wieder zurück, also dieses Plus 1, das ist Schwankungsbreite. Eigentlich muss man sagen, nein, diese 30% sind völlig enttäuschend, viel zu niedrig. Wir sollten jetzt über 50% Optimisten haben und wir haben aber 46% Pessimisten. Also nein, dieses Plus, das würde ich in die Zahlenreihe interpretieren als Schwankung. Wir haben keine relevante Veränderung. Wir haben ein tief pessimistisches Land, der Pessimismus überwiegt und damit schließt sich das Bild. Es deckt sich mit der wahrgenommenen Lebenserwartung, es deckt sich mit dem Problem Teuerung, es deckt sich mit dem Gefühl, dass Sand im Getriebe ist, auch Sand im Getriebe der Wirtschaft. Ja, Herr Professor, das war die Umfrage in dieser Woche, eine sehr, sehr spannende Umfrage. Wir müssen sagen, katastrophale, wirklich katastrophale Werte für die Regierung. So kann man eigentlich nicht weiter regieren mit nur noch 18% positiver Bewertung. Da müsste jetzt eigentlich irgendjemand sagen, wir geben auf, wir sperren zu, wir drehen das Licht ab und stellen uns Neuwahlen und machen einen Neustart. Umso mehr, als diese türkis-grüne Koalition ja sowas von abgestraft wird wie den Umfragen, dass es mehr nicht geht. Es wird dieses Land bald unregierbar werden. Derzeit hätten wir mit ganz knapper Mehrheit noch Schwarz-Blau als einzige mögliche Koalitionsform. Alle anderen Koalitionen, weder die Ampelkoalition noch Schwarz-Rot, gehen sich aus. Das heißt, man müsste verschiedenste Dreierkoalitionen bilden, wie zum Beispiel Schwarz-Rot-Neos oder Schwarz-Rot-Grün. Möglicherweise in Kürze auch noch jemanden zu Schwarz-Blau dazu, wenn das so weitergeht. Also derzeit gibt es eine einzige Koalition, die mit minimalem Mandatsüberhang regieren könnte, und das wäre Schwarz-Blau. Das ist die Umfrage von dieser Woche. Ich danke dem Herrn Professor Beutelmeier für die Zeit und für die spannenden Daten. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da sind wir dann ganz knapp vor dem SPÖ-Parteitag. Und dann werden wir auch schon sehen, ob jetzt die SPÖ-Werte in Richtung Süden, sprich talwärts, rauschen nach diesem Chaos der letzten Tage und wie sich das Verhältnis Babler-Doskozil entwickelt. Danke fürs Zuschauen. Danke, Herr Professor. Kurze Werbepause. Und dann geht's weiter mit spannenden Interviews.